Ich streng mich wirklich an, seht ihr meine Muckis? Auch wenn es mir im Herzen wehtut, ich werde jetzt meinen Lieblingskorb aus dem Fenster da oben werfen. Ich mach's doch nicht. Um mal den ultimativen Praxistest zu machen, schon krass, was der abkann. Die Frage wird sehr häufig gestellt, weil er ja so sehr leicht ist, also unter einem Kilo wiegt. Aber wie sieht's aus, wenn wir den von da oben rauswerfen? 3, 2, 1. Ich habe jetzt gerade meine Bestandteile wieder zusammengesammelt. Klar, die Logos, die haben eine Haftkraft von 2 Kilo. Logisch, dass die abspringen, die sind aber heile. Kann ich einfach wieder ranmachen. Schaut mal, ich habe das jetzt nicht gefaked. Das ist jetzt echt ein wichtiger Hinweis. Das Ding ist komplett ganz. Also ich würde sagen, nee, ganz ehrlich, einwandfreier Zustand, oder? Da passiert nichts, ganz ehrlich. Ist ausgeschlossen eigentlich. Ich zeige euch jetzt was eigentlich nicht für eure Augen bestimmt ist. Aber ich konnte es selber nicht glauben, weil mir stand ein Mann vor der Tür. Und dieser Mann hat mit seiner V-Klasse meinen Lieblingskorb überfahren. Nee, Spaß beiseite. Seinen Korb übersehen und ist mit der V-Klasse da drüber gefahren. Und dann sieht der Korb natürlich so aus. Aber ich muss sagen, richtig krass für das, dass er da mit dem Auto drüber gefahren ist. Leute, ganz ehrlich, also das sieht ja doch gar nicht so übel aus, oder? Wie immer der Hinweis, nicht nachmachen und ich übernehme dafür auch keine Garantie. Ich ersetze euch das auch nicht. Wenn ihr es ausprobieren wollt, bitte auf eigene Gefahr. Und wenn du dich jetzt fragen solltest, um Himmels Willen, aus was für einem Stoff muss dieser Korb sein? Tja, ganz einfach, aus dem Superstoff EPP. Denn der hält nämlich nicht nur ganz schön viel aus, der hält auch ganz schön lange kalt und ist somit halt auch der beste Begleiter für dich durch den Sommer. Und was ganz schön lange kalt hält, hält halt auch ganz schön lange warm. Das ist jetzt vielleicht im Sommer noch nicht so das Thema, aber glaubt uns, im Winter werdet ihr auch dafür ganz schön dankbar sein. Und das ist ja auch noch nicht mal alles, weil Lieblingskorb ist ja demnach nicht nur Einkaufskorb, sondern auch Kühlbox in einem. Und was das angeht, da sind die Kommentare und das Feedback eindeutig. Schaut bei uns auf der Homepage vorbei, sucht euch eure Lieblingsfarbe aus und lasst euch glücklich machen. Alle anderen Körbe sind ab da an Geschichte, weil du nämlich nur noch einen brauchst. Lieblingskorb.